von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, da die Kolleginnen und Kollegen der Linken und der Grünen ja schon scheinbar darauf brennen, dass ich noch ein bisschen Juristisches und Verfassungsrechtliches zu dem neuen Tatbestand Übergriffe aus Gruppen sage, will ich das auch gerne tun. Da wird zunächst gesagt, es gibt doch überhaupt keinen Bedarf für diese Norm, weil unsere Regelungen über Täterschaft und Teilnahme, die reichen aus. Meine Damen, meine Herren, wir erinnern uns an Vorfälle in Köln, in Darmstadt, in Berlin. Das Antanzen ist eine Masche geworden, ein echtes Tatbild. Da verabreden sich Männer zu einer Gruppe, sie gehen auf Frauen zu, separieren diese Frau, versperren ihr die Fluchtwege, dann wird Handy geklaut, es geht an das Geld ran und die Frau wird begrapscht. Die Schwierigkeit in diesen Fällen ist doch, dass wir mit Videomaterial, mit Augenzeugen durchaus den Nachweis führen konnten, die betreffende Person war in der Gruppe. Wenn Sie sich aber mit den Sachverhalten beschäftigen, dann schildern Frauen, dass sie von 10 bis 15 Männern teilweise 20 bis 30 Mal angefasst worden sind. Und die Frau kann eben nicht mehr sagen, die Hand kam von dem oder die Hand kam von jenem. Das heißt, eine Aufarbeitung der Einzelverantwortlichkeit ist nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Deswegen wollen wir einen neuen Tatbestand. Da geht es selbstverständlich um Beweisprobleme. Aber, meine Damen, meine Herren, wir sagen, wer sich zu einer Gruppe verabredet, um eine Frau zu bedrängen, um in dieser Situation Straftaten zu begehen, der verwirklicht eigenes Unrecht. Und wer eigenes Unrecht begeht, den darf man auch bestrafen. Der Täter verursacht eine objektiv gefährliche Situation. Er setzt nämlich einen Kausalverlauf in Gang, den er später nicht mehr beherrschen kann und der einer gewissen Dynamik unterliegt, weil aus dem Ausgeliefertsein der Frau, aus der übermächtigen Stellung der Gruppe, der ein oder andere dann doch noch mutiger wird und dann kommt es zu sexuellen Übergriffen. Und dann kommen die verfassungsrechtlichen Bedenken. Das verstößt gegen das Schuldprinzip. Das ist schon zunächst nicht richtig, weil, ich habe es gerade aufgezeigt, der Täter eigene Schuld, eigenes Unrecht verwirklicht. Und ich empfehle Ihnen noch einmal dringlich, ich habe es gestern schon im Rechtsausschuss getan, Frau Künast, offensichtlich haben Sie nicht zugehört, sich mal die Rechtsprechung zu § 231 StGB zu verinnerlichen. Weil unsere Wahl, unser Gruppentatbestand, der ist keine freie Erfindung von der Konstruktion, sondern es gibt im deutschen Strafrecht schon eine Norm, nämlich die Beteiligung an einer Schlägerei, wo die Förderung, meine Damen, meine Herren, lediglich die Förderung einer objektiv gefährlichen Situation bestraft wird. Und nach BGH-Rechtsprechung ist dort folgender Fall strafbar. Es steht jemand am Rande einer Schlägerei, 10, 15 Männer prügeln sich und er applaudiert. Und in dieser Schlägerei verliert jemand ein Auge, ohne dass derjenige, der applaudiert, das sieht oder ob er es will. Und diese Person ist strafbar wegen Förderung, wegen diesem Förderungsbeitrag Applaus. Und jetzt kommt es aber, meine Damen, meine Herren, wer bei uns einen Verursachungsbeitrag setzt, das heißt die Kausalkette in Gang setzt mit der Verabredung zur Gruppe, der leistet mehr als jemand, der einfach nur applaudiert. Und deswegen glauben wir, dass das eine Strafbarkeit trägt. Jetzt sagen Sie, ja, die zufällige Anwesenheit genügt. Da wundere ich mich dann wirklich. Darüber haben wir gestern ausführlich gesprochen. Es gibt nämlich sehr wohl auch eine Definition, wann eine Gruppe vorliegt. Und damit Sie es nicht vergessen, will ich es noch mal zitieren. Eine Gruppe ist eine zu bestimmten Zwecken zusammengeschlossene Anzahl von mindestens 3 Personen. Das ist BGH-Rechtsprechung, habe ich Ihnen gestern zitiert. Es wird heute trotzdem wieder besseren Wissens erneut in Abrede gestellt. Und dann kommen diejenigen, die sagen, ja, wir brauchen ja bei 231 eine schwere Folge. Das ist ja gar nicht vergleichbar. Und da sage ich, Vorsicht vor dieser Argumentation. Zum einen ist es so, dass unser Täter ja nicht nur einen Förderbeitrag setzt, sondern einen echten Verursachungsbeitrag. Er verwirklicht mehr an Unrecht, er verwirklicht eigenes Unrecht. Und der zweite Punkt, meine Damen, meine Herren, beschäftigen Sie sich mal mit Opfern der Kölner Silvesternacht.
Da sind Frauen dabei, die schwer traumatisiert sind, die heute in keine Menschenmenge mehr gehen können, geschweige denn in den Kölner Hauptbahnhof. Ich will Ihnen sagen, wir stehen hinter dieser Norm. Wir sind zuversichtlich, dass sie verfassungsmäßig sein wird. Und zum Ausweisungsrecht will ich Ihnen nur so viel sagen. Bei uns in der Großen Koalition, und da bin ich der Frau Ferner auch dankbar, ist es so, dass Nein heißt Nein, auch Nein im Ausweisungsrecht bedeutet. Bei Ihnen scheint das anders zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hoffmann. Der nächste Redner, Dr. Johannes Fechner für die SPD.